libro degli Atti degli Apostoli vediamo che nella Chiesa all'inizio c'erano tempi di pace, lo dice tante volte, la Chiesa cresceva in pace. Im Buch der Apostelgeschichte sehen wir, dass die Kirche, die frühe Kirche, Zeiten des Friedens hatte, aber eben auch Zeiten der Verfolgung. Wir haben die Geschichte von Stephan gehört. Paulus, der als Saulus noch die Kirche verfolgt hat. Zeiten des Friedens, Zeiten der Verfolgung. Und es gab auch Zeiten der Beunruhigung. Und das ist das, was wir heute in der ersten Lesung gehört haben. Wir haben gehört, dass einige von uns die aus dem Heidentum kamen, wir haben gehört, dass einige von uns, denen wir keinen Auftrag erteilt haben, euch mit ihren Reden beunruhigt und eure Gemüter erregt haben. Was ist da passiert? Diese Heidenchristen glaubten an Jesus Christus. Sie sind getauft worden und sie waren glücklich. Sie hatten den Heiligen Geist empfangen, vom Heidentum zum Christentum, ohne irgendeinen Zwischenschritt. Si chiamano i giudaizzanti e sostenevano che non si poteva fare questo. Und hier kamen welche aus dem Judentum, die sagten, das geht nicht. Man muss ja erst ein guter Jude sein und dann kann man vielleicht Christ werden. Und das ist eine Lektion des Volkes Gottes. Und dann haben die sich gefragt, sind wir jetzt Christen zweiter Klasse? Wieso kann man nicht direkt vom Heidentum zum Christentum kommen? Aber sie haben nicht verstanden, dass die Auferstehung das alte Gesetz erfüllt hat und zu einem größeren Reichtum geführt hat. Gente che con argomenti pastorali, argomenti. Und diese Leute hier haben mit pastoralen Argumenten, theologischen Argumenten, vielleicht auch moralisch, gesagt, dass diese Schritte so nicht gehen. Und das hat quasi die Freiheit des Heiligen Geistes in Frage gestellt. Sie waren eben sehr methodisch und auch unflexibel. Jesus aveva detto dai suoi maestri, no? Dai dottori della legge, guai a voi che percorrete cielo e mare per fare un proselito. Das hatte Jesus ja auch zu den hohen Priestern und den Schriftgelehrten gesagt, dass sie zu streng sind. Mehr oder weniger sagt Jesus das so im 23. Kapitel von Matthäus. Più di dogmatica, era ideologica, avevano ridotto la legge, il dogma. Das war eine Ideologie, sie haben das Gesetz reduziert und ausgelegt, man muss dieses und jenes machen. Es war eine Religion der Vorschriften.
Und das hat die Freiheit des Heiligen Geistes weggenommen. Es waren unflexible Menschen. Sie kannten die Freude des Evangeliums nicht mehr. Die Straße, Jesus zu folgen, war einfach sehr unflexibel. Man muss dieses und jenes tun und so Jesus folgen. Diese Gesetzeslehrer haben die Gewissen der Menschen manipuliert. Per questo io mi ripeto e tante volte dico che la rigidità non è del buono spirito. Deswegen wiederhole ich so oft, dass diese Unflexibilität nicht vom Heiligen Geist ist. Della redenzione, la gratuità della risurrezione di Cristo. Das hat mit der Gnade der Erlösung durch Jesus Christus nichts mehr zu tun. Das ist alles gratis. Pensiamo ai Pelagiani, a questi rigidi, famosi, no? E anche nei tempi nostri abbiamo visto alcune organizzazioni apostoliche che sembravano proprio ben organizzate, che auch in unserer Zeit haben wir gesehen, dass es Gemeinschaften, Vereinigungen gab, die wirklich einfach zu unflexibel waren, zu rigide. Und dann haben wir gehört und gesehen, wie viel Korruption es in ihnen gab und auch bei den Gründern. Da, wo es diese Rigidität gibt, diese Unflexibilität gibt es, ist der Geist Gottes nicht anwesend, da gibt es nicht die Freiheit des Geistes Gottes. Da wird verleugnet, dass die Erlösung umsonst ist. Um gerechtfertigt zu sein, heißt es dort, musst du das und das und das tun. La giustificazione è gratuita. Aber die Rechtfertigung ist kostenlos, sie ist gratis. Es ist also die Erlösung, die Auferstehung Jesu ist ein Geschenk. Es ist Gnade, es ist umsonst. Gli apostoli si riuniscono in questo concilio e alla fine. Und hier einigen sich die Apostel in einem Konzil und sie schreiben diesen Brief. Und sie geben einen guten Ratschlag und das Christentum und das Heidentum nicht zu verwechseln. Und sie legen ihnen einfach nur diese notwendigen Dinge vor, eben Götzen, Opferfleisch, Blut, Ersticktes und so zu meiden. Riuniti in assemblea hanno ricevuto la lettera. Sie riefen die Gemeinde zusammen und übergaben ihr den Brief. Und die Brüder lasen ihn und freuten sich über die Ermunterung. Eben von der Beunruhigung zur Ermunterung, zur Freude. Rigidität, Skrupulosität bringt immer Unruhe, Beunruhigung. Und der Heilige Geist führt uns zur Ermunterung, zur Freude. Das ist das, was Jesus uns gebracht hat durch die Auferstehung. Die Beziehung zu Jesus, zu Gott, heißt nicht, ich mache das und Gott gibt mir das. Das hat nichts mit Handel zu tun. Es ist umsonst und es ist Freude. Und das ist ja das, was Jesus auch zu seinen Jüngern sagt. Ihr seid meine Freunde.
Ich nenne euch nicht Knechte, ich nenne euch Freunde. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Das ist umsonst, das ist kostenlos. Bitten wir den Herrn, dass er uns hilft zu unterscheiden die kostenlosen Früchte des Evangeliums und die Früchte der Unflexibilität, die nicht evangelisch sind. Möge er uns befreien von dieser Unflexibilität. Wo es nur um Vorschriften geht, die keinen Sinn machen. Ich beziehe mich auf die Vorschriften, die keinen Sinn machen, nicht auf die, die richtig sind. Möge der Herr uns von diesem Geist der Unflexibilität befreien, der die Freiheit wegnimmt.